Ich habe auf dem Herzen, mit dir über den September 2015 zu sprechen. Im September 2015 kommt es zu einer interessanten Zusammenballung von verschiedenen prophetischen Zeichen und Terminen, auf die ich jetzt aber nicht komplett eingehen werde, aber einige Highlights daraus möchte ich dir gerne weitergeben. Es ist so, dass in einigen christlichen Kreisen, gerade in den USA, eine Endzeit-Hype schon ausgebrochen ist, wo tatsächlich berechnet wird, wann der Herr wiederkommt und wann die Trübsal beginnt und wann die Entrückung ist und so weiter und so weiter. Ich denke, dass die Bibel uns davor warnt. Und wir haben da die Aussage des Herrn, dass niemand Zeit und Stunde weiß. Das bedeutet für mich, dass auch niemand Zeit und Stunde wirklich berechnen kann. Was wichtig ist in all dem, ist, dass wir den Fokus zielgerichtet behalten. Und der Fokus meiner Meinung nach ist, dass wir darauf schauen, was der Herr sagt, was er tun wird. Und einer der wichtigsten Gedanken zum Thema Endzeit finden wir in Matthäus. Da heißt es, das Evangelium dieses Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Also nicht Trübsal und Kriege und wirtschaftliche Schwierigkeiten, Krankheiten, Seuchen sind das Zeichen der Endzeit, das Hauptzeichen, sondern wenn allen Menschen das Evangelium verkündet worden ist, auf der ganzen Welt, dann kommt das Ende. Und da möchte ich dir sagen, haben wir noch einen Job zu tun, gerade auch in Deutschland, gerade auch in Europa, der, wie man sagt, am wenigsten vom Evangelium erreichte Kontinent überhaupt. Der Herr möchte, dass wir da noch weiter hineingehen. Und es gibt gewaltige Verheißungen über das, was er tun wird in den vor uns liegenden Monaten und Jahren. Das ist ja auch der Inhalt des Buches Gott und Deutschland, was ich geschrieben habe. Um einfach einen Blick darauf zu geben, was sagt Gott, was geschehen wird in unseren Ländern und in ganz Europa. Und das ist so mutmachend und so auferbauend, dass wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen, was der Herr Geniales tut, wenn wir uns mit sonderbaren, teilweise mysteriösen, beklemmenden Dingen beschäftigen, die durchaus auch geschehen. Im Grunde genommen ist es so, das siegreiche Voranschreiten des Reiches Gottes bewirkt, dass Finsternis offenbar wird, dass die Dinge dieser Welt ins Wanken geraten. Und das ist das, was wir gerade erleben. Und im September passiert in der Tat einige sehr eigentümliche Dinge. Ich möchte da einiges mit dir mal kurz betrachten. Da haben wir zunächst den 12. September. Der 12. September ist der letzte Tag des laufenden hebräischen Jahres. Und dieses Jahr, was dann zu Ende geht, ist ein Schabbatjahr oder auch Schmitta-Jahr. Dieses Schabbatjahr endet und am letzten Tag wird es zu einem Erlass kommen. Schulden werden erlassen. Und in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass besonders dieser Tag oder diese Zeitperiode, die meistens im September ist, tatsächlich für große wirtschaftliche Turbulenzen weltweit sorgt. Das ist der 29. Elul, der letzte Tag des hebräischen Jahres. Im Jahre 2008, exakt an diesem 29. Elul, kam es zum größten Tagesminus des Dow Jones in der Geschichte der ganzen Wall Street. Der Dow Jones Index sank um 7% oder 777,68 Punkte. Ein echter Börsencrash an diesem Tag. Ein paar Tage später folgte ein weiterer dramatischer Börsencrash. Exakt an diesem Tag kam es zu diesem wirtschaftlichen Shift. Exakt 7 Jahre vorher gab es ebenfalls einen Börsencrash. Das war, nachdem am 11. September waren die Börsen geschlossen anschließend und als die Börsen wieder öffneten, sackte ebenfalls der Dow Jones gewaltig ab, damals um 678 Punkte. Das waren ebenfalls von damals ausgerechnet 7% und es war damals der höchste Tagesverlust in der Geschichte der Wall Street. Die Börsenanalysten kennen seit langem dieses Phänomen von diesen 7 Jahren.
Es gibt Zitate, wo sie sagen, alle 7 Jahre passiert was und meistens im September. Und von daher ist es spannend, was auf uns zukommt. Am Tag drauf ist das jüdische Neujahr, Rosh Hashanah. Das ist ein Tag, der prophetisch für die Wiederkunft des Herrn steht oder für den Beginn des Zeitraums der Wiederkunft des Herrn. Und an diesem Tag, das hatte ich schon bei dem Seminar mit dem Blutmonden erwähnt, an diesem speziellen Tag, genau an diesem Tag, gibt es eine teilweise Sonnenfinsternis. Das ist sehr interessant, denn Sonnenfinsternissen steht für Gericht an der Welt. Und das genau an diesem Tag. Das ist ein Tag, wo Neumond ist, wo es dunkel ist nachts und im gewissen Sinne auch dunkel dann am Tag. Sehr interessant. Danach folgen im Judentum 10 Tage der Ehrfurcht. Eine Zeit von Fasten, von Bußetun, von Reue, von sich selbst prüfen. Und während dieser Zeit gibt es auch einige interessante Ereignisse. Am 5. September beginnt die 70. UN-Vollversammlung. Die geht bis in den Oktober hinein. Das Haupttreffen ist am 22. Da sind zahlreiche führende Politiker und Leiter der ganzen Welt anwesend. Unter anderem kommt der Papst und wird dort zu der Vollversammlung sprechen. Das ist von daher interessant, weil der Papst am 18. Juni diesen Jahres gesagt hat, dass er sich eine politische Weltregierung wünscht. Das hat die FAZ berichtet. Gleichzeitig gibt es, und das ist wahrscheinlich noch etwas dramatischer, während dieser Zeit die Situation, dass der UN-Sicherheitsrat eine UN-Resolution umsetzen wird, um die palästinensischen Gebiete als eigenständigen Staat anzuerkennen. Bis jetzt ist das an dem Veto der USA gescheitert. Die USA haben aber schon angedeutet, dass sie sich vielleicht diesmal anders überlegen könnten. Warten wir es ab. Einige Tage später ist der 23. September. Das ist Yom Kippur, der höchste Feiertag im biblischen Kalender. Der Versöhnungstag, der große Versöhnungstag. Das war der Tag, wo der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen durfte, um dort das Opfer für das gesamte Volk bringen zu können. Dieser Tag ist gleichzeitig Herbsttag und Nachtgleiche, beziehungsweise Herbstanfang. Und das ist das Interessanteste von dem Ganzen, es ist der Beginn des Jubeljahres. Ich werde gleich noch kurz darauf eingehen. An diesem Tag, sagt man, trifft der Papst den amerikanischen Präsidenten Obama und am Tag drauf wird er die beiden Häuser des US-Kongresses besuchen, den Senat und das Abgeordnetenhaus und dort sprechen. Erstmalig überhaupt. Nach einigen Tagen kommt dann der 28. September. Das ist der erste Tag des Laubhüttenfestes. Das Laubhüttenfest ist das längste, fröhlichste und ausgelassenste Fest, das uns der biblische Kalender gibt. Und es beginnt an genau diesem 28. Und an diesem Tag ist der 4. Blutmond, über den ich auch schon gesprochen habe. Dieser 4. Blutmond, der heißt Blutmond, weil durch physikalische Gesetzmäßigkeiten ist eine Mondfinsternis. Wenn der Mond in diesen Schatten eintritt, verfärbt er sich einfach rot. Daher Blutmond heißt seit Urzeiten so. Und dieser Blutmond gilt schon seit Jahrtausenden bei den Rabbinern als ein Zeichen des Gerichts für Israel. Wenn man sich das in der Vergangenheit anschaut, wann es solche Situationen gab, war es häufig so, dass es Krieg und Landgewinn für Israel gab. Krieg und Landgewinn. Und momentan sieht es sehr nach einem Krieg im Nahen Osten aus. Auch das warten wir im September ab. Dieser Blutmond ist von daher interessant, da er ein sogenannter Supermond ist. Das heißt, er ist heller und größer als sonst, einfach weil von der Umlaufbahn er am erdnächsten Punkt ist, genau an diesem Tag. Das heißt, er ist etwa 13-14% größer und etwa 30% heller. Diese Mondfinsternis wird etwa morgens um 4 Uhr sein und wird in Israel zu sehen sein.
da es der erste Tag des Laubhüttenfestes ist, sind die meisten gläubigen Juden in den Laubhütten. Das heißt, sie sind draußen. Es dürfte also ein sehr, sehr, sehr großes Bewusstsein dieser Mondfinsternis in Israel sein. Es gibt noch eine Fülle von Dingen, die sich weiterhin da drum rumranken in diesem Zeitrahmen. Da gibt es verschiedene Militärbewegungen in den USA, auch in Europa übrigens, wo man Militärmanöver plant, beispielsweise zur Niederschlagung von Aufständen in der Bevölkerung, was sehr dubios ist. Ja, es gibt eine Prophezeiung von Newton, es gibt unterschiedliche Dinge ernst zu nehmen oder auch nicht ernst zu nehmen während dieser Zeit. In den USA geht das gerade ganz, ganz heiß her. Wenn du dich damit beschäftigen willst, dann musst du einfach unter YouTube mal ein bisschen suchen. Da findet man reichlich etwas. Vieles davon geht allerdings in eine Richtung, wo ich sage, das sollte nicht unser Fokus unbedingt sein. Es sollte unser Fokus sein, auf das zu schauen, was der Herr sagt. Und da ist das Interessanteste, der Beginn des Jubeljahres. In diesem September beginnt ein Jubeljahr, und zwar dann, wenn man davon ausgeht, dass die Eroberung Jerusalems im Sechstagekrieg, das war am 7. Juni 1967, der Beginn ist von diesem Jubeljahr. Wenn man eine Jubeljahr-Session nach vorne geht, gibt es dramatische Ereignisse. Und wenn man eine Jubeljahr-Session weitergeht, dann sind wir jetzt an diesem Beginn. Das heißt, 7 mal 7 Jahre, das sind Schabbat-Jahre, Schabbat-Wochen. Und dann das 50. Jahr, also von 1967 aus 49 Jahre. Und dann beginnt es genau zu Yom Kippur in diesem Jahr 2015, das 50. Jahr. Sehr interessant von der prophetischen Bedeutung. Auch das ist ein gewaltiges Thema. Ich möchte darüber einen Gotteshausabend machen bei uns in Rothenburg an der Fulda am 9. Oktober. Wenn du Lust hast, komm dazu. Es wird aber auch ein Videoseminar dann kurz darauf davon geben. Über die wichtige, geniale Bedeutung dieses Jubeljahres. Dieses Jahres, was eine völlige Veränderung der Besitzverhältnisse gibt. Das ist das Jahr, wo die Gefangenen frei werden und wo das Land an seinen ursprünglichen Besitzer zurückgegeben wird. Besonders interessant dabei ist, dass das Gesetz zum Jubeljahr ja Mose gegeben worden ist in der Wüste. Und es heißt darin, dass man das Jubeljahr dann beginnen soll, wenn man das Land eingenommen hat. Also wenn man schaut, in welchem Jahr ist Israel ins verheißene Land eingegangen, und von da aus dann zählt, dann gibt es einige Theologen, die weisen darauf hin, dass es exakt das 70. Jubeljahr ist, was jetzt beginnt. Hochinteressant. Und es gibt auch noch eine Prophezeiung von einem deutschen Rabbiner, der heißt Judah ben Samuel, ein deutscher Rabbiner, der im Jahr 1217, also vor fast genau 800 Jahren, über die Jubeljahrzyklen gesprochen hat. Und alles, was er verheißen hat bis jetzt, ist tatsächlich eingetroffen. Und er sagt auch was zu diesem Jubeljahr. Hochinteressant. Das Wichtigste, was ich eigentlich weitergeben möchte, ist, in dieser Zeit, in diesen vielleicht Turbulenzen, wirtschaftlichen Umbrüchen, Schwierigkeiten, politischen Dingen, vielleicht Krieg, was uns aufwühlt und in Unruhe bringt, müssen wir fokussiert sein und auf den Herrn schauen. Auf ihn schauen. Es ist jetzt die Zeit, sich wirklich bewusst zu machen, wir bewegen uns in eine dramatische Zeit gewaltiger Veränderung hinein, wo Licht und Dunkel viel mehr offenbar werden als bisher und wo das Reich Gottes siegreich voranschreitet. Du musst schauen, was Gott tut. Das ist wichtig, nicht das, was in der Welt in erster Linie passiert. Ich möchte dich ermutigen, einen Fokus auf das Richtige zu geben. Wir werden das auch ganz sicherlich im Rahmen unserer Herbstkonferenz Drängender Strom behandeln und dafür beten, darauf eingehen, zu der ich dich ganz, ganz herzlich einladen möchte. Ich glaube, wir gehen in sehr, sehr spannende, sehr, sehr herausfordernde und sehr, sehr geniale Zeiten hinein. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.